ganz vielen Gesprächen sagen Leute, der Herr muss das machen. Zum Beispiel, der Herr muss machen, dass ich endlich aufhöre zu rauchen. Der Herr muss machen, dass ich endlich liebevoller werde zu meinem Ehepartner. Der Herr muss machen, dass ich nicht mehr so viel negativ über andere Leute rede. Der Herr muss machen, dass ich nicht zu viel esse, nicht zu wenig esse, dass ich nicht zu viel verschiedene schlechte Dinge mache. Der Herr muss das endlich machen. Der Herr muss machen, dass ich nicht so negativ immer denke. Meine Gedanken sind immer so negativ. Der Herr muss machen, dass ich nicht so oft am Fernseher oder am Computer sitze. Der Herr muss machen, dass ich mir nicht so viel schlechte Filme reinziehe. Ich weiß, dass das nicht gut ist, aber der Herr muss das machen. Weißt du, was ich erkannt habe? Der Herr sagt dir, mein Lieber, mach du das doch. Meine Liebe, mach du das doch. In der Bibel finden wir ganz viele Aufforderungen, wo es heißt, mach du das doch. Zum Beispiel, zieh du die ganze Waffenrüstung Gottes an. Widerstehe du dem Feind, dann flieht er vor dir. Werde du stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Halte du fest, was ich dir gegeben habe. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nimmt. Das ganze Neue Testament spricht von dem Auftrag, den wir haben, was wir tun sollen. Jesus hat seine Sachen getan und er tut sie immer noch. Und er schenkt uns auch über die Maßen mehr, als wir bitten und verstehen. Aber es gibt da auch etwas, was wir tun müssen. Zum Beispiel in negativen Gedanken zu wohnen, da drin zu bleiben, die immer wieder wie ein Karussell kreisen zu lassen. Das ist nicht das, was die Bibel sagt, sondern die Bibel sagt, nehmt alle negativen Gedanken, alle Gedanken, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben, gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Das ist etwas, was wir tun müssen, was unser Job ist. Es gibt einen Job zu erledigen, den wir tun müssen und der Herr gibt seinen Segen uns übermäßig dazu. Fang heute an, deinen negativen Gedanken zu widerstehen. Fang heute an, einen Schlussstrich unter negatives Reden zu machen. Fang heute an, eine Entscheidung zu treffen in deinen Gedanken, in deinem Willen, nicht mehr die negativen Dinge, die in deinem Leben so einen Zugriff, so eine offene Tür haben, zu denken und zu tun. Triff die richtige Entscheidung. Triff die Entscheidung, die dem Wort Gottes entspricht. Triff die Entscheidung, die du eigentlich weißt. Ich bin sicher, dass wenn du diesen Clip hörst, dass der Herr zu dir gesprochen hat, dass er dir gezeigt hat und offenbart hat, wo in deinem Leben Dinge sind, die nicht richtig sind vor ihm. In Beziehungen, im Reden, im Denken, im Verhalten. Und er möchte dich heute daran erinnern, dass du die Fähigkeit hast, dass er dich fähig gemacht hat, dass er dich ausgerüstet hat, dass du etwas veränderst. Es gibt einen Job für dich zu erledigen. Und der Herr wird dich segnen. Der Herr ist mit dir. Er wird dir in die neuen Schritte helfen. Er wird dir auf dem Weg helfen, wenn du dich jetzt in Bewegung setzt. Ich möchte dich echt ermutigen, zu schauen, wo muss ich Dinge verändern? Wo muss ich mich wirklich jetzt dran machen? Und ich weiß, Gott hat mehr für dich.